Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Folge meines Let's Plays zur Kampagne von Total War Rome 2. Und wir machen auch direkt weiter, denn wir wissen ja alle, wir sind mitten im Krieg und dabei gibt es nicht viel zu spaßen. Hier oben haben wir zwei Armeen in Bau. Ja, die sind immer noch im Bau. Ich schau mal kurz nach Nordafrika. Okay, ich sehe hier schon, sind überall Gebäude, die mal erweitert werden sollten. So, hier sind teilweise Armeen, aber auch hauptsächlich Armeen auf dem Rückzug. Weil Syrakus weiß, dass sie eigentlich keine Siegchancen haben. Genau, die Armee bewegt sich auch an die Front. Läuft eigentlich alles soweit nach Plan. Die Armee kann hier rein. Gut. Es scheint, als war... Hier steht noch eine Armee. Kann sich aber auch nicht mehr viel bewegen. Ich glaube, da kann man die Runde auch schon mal direkt beenden. Ja. Und da würde ich sagen, weiter geht's. Okay, wir haben Nordrhein noch nicht beenden. Jetzt wieder irgendwelche Generäle, die verbessert werden wollen. So, Runde beenden. So, weiter geht's. Was? Elendsviertel? What the fuck? So, die Spartaner haben zwei Armeen von mir vernichtend geschlagen. Aber das ändert nicht viel. Das ändert nicht viel. Im Endeffekt wird es auch wieder nur Zeit schinden sein. Es wird den Spartanern groß und ganzen nichts bringen. So, hier belagern Spartaner Syrakus immer noch, aber naja, was soll's. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich sitze hier eigentlich mit der plus 19. Ach stimmt, hier kann man ja überall noch verbessern. Gehe ich mal am besten noch ganz schnell meine ganzen Provinzen durch. Auch wenn es mittlerweile echt eine Menge sind. Ja, das kann auf jeden Fall verbessern. Hier wird gebaut. Plus 5, da mache ich mal besser nichts. Oder ich gehe am besten einfach den Baubericht durch. Oder obwohl, naja, ich lasse jetzt einfach mal so, das wird schon irgendwie klappen. So, alles ganz gut. 64,7. Ich will jetzt endlich vernichtet haben. Auch wenn ich ja jetzt Verluste gemacht habe, war es wert. So, wunderbar. Und Gefangene töten. So wie es sich gehört. Das ist noch, das, okay, eins der letzten Gebiete von Syrakus hier. So, wie sieht's mit den Armeen hier oben aus? Hier wird noch gebaut, die Armee ist soweit fertig gebaut, dann marschiert sie mal bitte hier rein. So, können wir erstmal den verbessern, aber jetzt natürlich Einheiten rekrutieren. Und zwar 1, 2 und 1, 2, 3, 4. So.
Obwohl, es sind ein bisschen viele, oder? Machen wir mal. Ja, die sind schon gut. Machen wir es so. So. Dann schauen wir, wie es hier aussieht. Das konnten wir eigentlich ganz gut einnehmen. Wobei, was wäre, wenn wir das hier angreifen würden? Sieht eigentlich ganz gut aus. 70% trauen wir uns. Wunderbar. Was bringt das hier eigentlich, wenn ich immer verbessere? The fuck, das bringt überhaupt nichts. Ich erwarte eure Befehle. So, ich kann 4, da kann ich hier mal auflösen, kurzerhand einfach mal. 2. Und da heue ich gerade einfach neue Söldner an. Wunderbar. Auflösen. Söldner rekrutieren. So, und jetzt greife ich gerade noch schnell die Stadt an. Es müssten ja wieder großteilig gute Truppen sein. Ja, wunderbar. 82%, das ist natürlich klar, dass sie da keine Chance haben. Nein, ich wollte es nicht befreien. Das war wieder total dumm, dass ich mich total dumm verklickt habe. Aber so kriegt er mir zumindest Training. Guck, jetzt habe ich jetzt 2 Armeen total sinnlos verloren. Gibt es vielleicht Söldner, die ich anheuern kann? Nee, Söldner. Ich sehne mich nach einem Kampf. Söldner. Nein, toll, das war so dumm. Egal. Machen wir das mal so und schauen mal, wie sich das entwickelt. Die Armee ist ja stark geschwächt. Oh Gott, hier gibt es ja auch noch eine Menge. So, Reservoir. Stara verbessern, verbessern. Ach, am Afrikin so. Ist hier überall so viel? Ach, Emini. Ja. Ich muss hier auch die ganzen Gebiete wieder zurückerobern, die mir hier entrissen wurden. Aber es geht ja alles relativ schnell von der Hand, weil die einfach keine Chance haben. So, niederreißen. Ich sehne mich nach einem Kampf. So, hier wurden wir vernichtend von den Römern, Spartanern geschlagen. Hier ist eine Armee in der Aufmarschbewegung. Was ist denn hier los? Okay, Mini, wie viel Runden Reparatur? So, auf jeden Fall bewegt sich die Armee jetzt mal hier hin. Die Armee auch mal hier hin. So, wo habe ich denn noch Armeen? Hier unten habe ich nur 3 Armeen, da 2 ausgelöscht wurden. Gott, die brauchen mal Unterstützung hier. Ja, nicht kurzerhand jetzt auch mal hier eine Streitmacht aufstelle.
weil ich die jetzt einfach brauche. Wie kann ich helfen? Söldner kann ich keine anheuern, dann hau ich. Das ist. Dann hau ich hier einfach mal irgendwas gerade an. Besser als gar nichts, würde ich sagen. Das dauert so unglaublich lange. Das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht für die Zeit, die in Anspruch nehmen. Es lohnt sich einfach überhaupt nicht. Müsste ich eigentlich lieber hier einen neuen General aufstellen. Das hier, 10 minus 10 öffentliche Ordnung, weil ich 15 habe, geht das. So, Einheiten rekrutieren, nee, Streitmächte, genau. Einheiten rekrutieren, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wunderbar, und da kriegt noch eins solchen. So, und hier stellen wir auch noch eine Streitmacht auf. Einheiten rekrutieren und der nimmt 1, 2, 3, 4 hiervon und 1, 2 hiervon. Genau. Jetzt haben wir hier 4 neue Armeen im Bau. Moment, die Armee, die hier steht. Söldner kann die nicht anheuern. Aber die kann. Sich trotzdem. Hierhin bewegen. Und die Armee bleibt hier erstmal. Beziehungsweise die Armee eigentlich auch hier runter gezogen werden könnte, wenn hier wirklich keine Gefahr mehr von anderen Schiffen ist. Aber weil ich da am besten so gut vordringe, ja, ich riskiere es einfach und schicke jetzt einfach mal hier hin. So. What? Nein! Die sollen natürlich vorher ins. Oh Gott, die sind die dumm. So, die bewegen sich nach vorne, die Armeen stehen hier. Ja gut, wir beenden jetzt nochmal die Runde und schauen, was passiert.